Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Hörbuchvideo Tagebuch eines Welpen namens Aramis Teil 2. Es gibt ja schon einen, das ist vom ersten Tag bis zum 10. Tag und jetzt haben wir den Teil 2 vom 11. bis zum 20. Tag und den lese ich euch vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tagebuch eines Welpen, Tag 11. 5 Uhr, halb 8. Mein Boss konnte nicht mehr schlafen, hat mich dann einfach geschnappt und ist mit mir laufen gegangen. Obwohl, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich schon noch gerne ein wenig länger gemützt. Frische Brötchen für ihren Sohn holen, meinte sie. Komisch. Das Brötchen sah genauso aus wie das harte Ding, an dem ich gestern herumgenagt habe. Das war aber auch steinhart. Armes Junges, der muss also auch Zähne putzen. Vielleicht fallen mir dann auch welche aus und er darf dann auf die Zahnfee warten. Da kann er sich aber schon mal freuen, denn die Zahnfee ist echt top. Die kann von mir aus öfter kommen. Ich habe sie nicht kommen sehen heute Nacht und nichts von ihr gehört. Aber unter meiner Decke war heute kein Zahn mehr, sondern ein dicker, fetter Knochen mit weichem Zeug drin. Jam, jam, kann öfter kommen, die Zahnfee.